wurde in Auftrag gegeben. So, drei Stück. Wir haben noch drei hier unten, richtig? Ja. Können wir auch mal bewegen. Dann nein, nicht die Giftgasfalle. Was zum Hölle? Du, abbrechen. Stopp, abbrechen. Escape. Gut. So, wir wollen den Tisch verschieben. Dann hätten wir jetzt hier sechs Stück für die Kammerdiener. Das ist schon eine Menge. Ja, das ist doch nicht schlimm. Das sind doch alles harmlose Räume hier. Also ja, sechs Stück. Wollen wir mehr auf einmal ausbilden können? Bin ich mir nicht sicher. Zumal wir ja später auch noch andere Kammerdiener bekommen, also irgendeine Aufstufung davon. Und die werden bestimmt andere Tische brauchen, die dann auch wieder Platz brauchen. Also, oh, das ist passiert. Und ich hab's mal mitbekommen, ist ja genial. So, ein Gegner. Oh. Okay, hier jetzt nicht wehgetan. Hier ein bisschen mehr. Gleich zweimal. Oh weia. Also ihr verstecken. Ihr habt inzwischen keinen Gegner mehr da, ist okay. Und ihr versteckt euch auch kurzfristig. Wie schaut es mit der Wut aus? Rot hat fast keine Wut mehr. Grün hat noch jede Menge wegen dem Nationalpark. Also wir könnten nach Rot ausweichen, wenn eins von denen zu hoch wird. Aber nee, lassen wir erstmal. Wo schicken wir mal Verstärkungen hin? Wir haben nicht mehr so viele Wachen, aber wir haben recht viele Kammerdiener. Ich schicke nochmal zwei in jedes Land, dass also drei mindestens drin sind. So. So. Okay. Sollte erstmal reichen, dann haben wir immer noch 16 Kammerdiener bei uns zu Hause. Und genauso habe ich mir das auch vorgestellt. Dass wir jetzt genügend Wachen haben, falls mal ein Angriff ist, und um Geld zu verdienen, und genügend Kammerdiener, um alle zu verwirren. WTF. Definitiv genug Kammerdiener zum Verwirren. Aber ja, probieren wir mal das mit dem Steuerungstext verteilen aus. Jo, sehr gut. Haben alle auf einmal bekommen. Ihr auch. Ihr auch. Dann haben die da vorne bei der Tür endlich mal was zu tun. So. Die streiten sich jetzt wirklich schon darum, wer wem die Füße fädeln darf. Das ist nicht schlecht. Und die scheinen auch von unseren Fallen immer noch erwischt zu werden. Ein paar von denen kratzen sich auch am Kopf. Also, entweder wegen den Fallen, die immer noch verbunden sind, oder weil sie halt nichts zu tun haben, weil sie darauf warten, dass einer von den Agenten frei wird. Also, frei wird in Anführungszeichen. Nee, gut. Das können wir erstmal so lassen. Die Dinger können wir weiter verschieben. Wie machen wir das jetzt weiter mit denen am besten? Wir könnten jetzt hier noch eine Reihe bauen, aber die ist dann mitten im Raum drin. Das sieht doof aus. Könnten hier noch was hinbauen? Nö. Ich mache hier unten in die Ecke einfach noch was. Dann gibt es halt links ein paar Sandsäcke und dort in der Ecke noch welche. Das ist schon okay. So, du wirst bewegt, du wirst bewegt. Du wirst benutzt, kannst aber auch gleich bewegt werden. So, also hätten wir 3, 5, 8 Stück. Boah, das reicht. Das reicht auf jeden Fall. Wir sind schon bei 420.000, obwohl ich das so hoch gesetze, bei Anführungszeichen. Sehr schön. Sind auch bald wieder am Cap. Ja, das läuft richtig gut. Also ich habe teilweise immer noch nicht richtig die Ahnung, wie das mit dem optimalen Gängebauen ist. Aber wirklich große Probleme haben wir nicht, weil wir es halt so langsam angehen. Können wir aber auch gleich ändern. Jetzt würde ich gerne draußen etwas bauen, um Touristen abzulenken. Die kommen doch viel zu häufig hier rein. Also verprassen wir einmal unser Geld. Wir hätten gerne bauen ein Hotel Mittelpunkt. Möglichst, ist die Frage, möglichst nah an der Basis, damit sie, wenn sie sich entscheiden müssen zwischen Hotellobby und komischem mysteriösen Eingang, lieber die Hotellobby nehmen
oder möglichst weit weg, damit wenn Touristen kommen, sie nicht gleich vom Hotel aus weiterlaufen zur Basis. Das müssen wir halt testen. Ich weiß ja schon, dass es eine weitere Insel gibt nach dieser, also können wir hier ruhig ein bisschen Mist bauen. Das ist okay. Also bauen wir es einfach mal direkt daneben. So. Zack, 100.000 Dollar weg. Das Ding bauen wir gleich mal ran. Können wir nicht. So. Hä? Da hat da was grün geblinkt. Müssen wir das so ransetzen? Ja, guck mal rechts von dem Hauptgebäude. Da blinkt immer so wieder so ein grüner Rahmen auf. Ah, ist skurril. Na gut, bauen wir erstmal das Ding. Wenn das nichts bringt, dann reißen wir es wieder ab. So, was können wir da reinbauen? Gar nichts. Super. Also das Ding muss wahrscheinlich wirklich erst gebaut werden. Mich interessiert mal, wie sie das Ding jetzt bauen wollen. Sprengen wäre ja ein wenig komisch. Also bei den Räumen verstehe ich es. Aber hier draußen, wenn sie einfach Dynamit auf den Boden schmeißt und dann macht es Peng und da kommt eine Lobby rausgesprungen. Ja. Gucken wir mal. Auch sehr cool, wenn sie es entfalten würden. Also irgendjemand kommt jetzt hier raus mit einer kleinen Kiste, läuft dahin, legt das ab und dann faltet er das aus wie so ein Gegenstand in der Basis und flupp, Hotellobby. Aber irgendwie laufen die alle nur hier rein und nicht wieder raus. Und es ist auch kein Boot da. Kane guckt sich das Ganze auch mal an. Passiert ja nicht jeden Tag. Boah, sind das viele Agenten. Das werden bestimmt noch viel, viel, viel mehr werden später. Einer spielt alleine Ping-Pong. Er macht immer noch irgendwas Wichtiges am Schreibtisch. Strom ist okay. Leichensäcke sind nicht zu viele. Wir müssen ja auch gar nicht so viele Leute umbringen, was sehr gut ist. Oh, da kommt eine Kiste angeflogen. Also angelaufen. Das mit dem Entpacken ist also doch wohl das Mittel der Wahl, hm? Oh, kam hier an, hat eine Kiste abgeliefert, ist weggelaufen. Ihre Basis brennt. Was zur Hölle? Hat hier jemand eine Bombe geschmissen, oder? Durch der perfekte Platz für eine Bombe. Alle unsere Kammerdiener wurden erwischt. Touristen, Arbeiter. Gar nicht gut. Aber ja, wir haben genug Kammerdiener, um das Ganze wieder zu löschen. Das ist okay. Greift hier irgendjemand an? Ja, der da. Ein guter Pampers-Spitzel. Der war das wohl. Kane? Wo bist du? Du bist ganz drin. Lauf mal hier raus. So, will der immer noch prügeln? Nö. Okay, wir warten erstmal ab und machen nichts. Oh, die Falle hat vielleicht Feuer gefangen. Weil sie zu oft benutzt wurde. Das könnte auch sein. Das sollten wir mal, warte mal, Kane erstmal abwählen, dass er niemanden umbringt, aus Versehen. Und dann lösen wir die Verknüpfung von den Dingern auf. Und die eine Druckplatte ist wohl auch ganz kaputt. Ja, gut. Ist das schon mal aus. Kann da nichts mehr passieren. Und wir behalten es einfach mal im Auge. Also entweder hat wirklich ein Spitzel wieder eine Bombe gelegt. Ich habe keine Bombe gesehen. Ich glaube, das war die Falle, die explodiert ist, weil sie durchgehend gebrannt ist. Aber was hat das erste Feuer ausgelöst, das die Explosion hervorgebracht hat? Oh ja, wir lassen die Fallen erstmal aus. Und die hier alle brennt rumlaufen. Und gucken dann weiter. Weil wenn das dann nicht gleich gelöscht wird, dann machst du wieder Bumm. Feindlichen Agenten mehr drin, also keine neuen, nee. Gut, das Feuer ist endlich aus, sehr gut. Du machst Fotos, das ist nicht gut. Du kriegst gleich mal einen Tech. Verwirrend.
Und warum zur Hölle prügelst du auf die Falle? Du bist ein Einbrecher, du willst Gold haben. Ja. Genau so ist das passiert. Irgendeiner von den Agenten hat einfach angefangen, auf unsere Fallen einzuschlagen. Die sind explodiert und haben Feuer ausgelöst. Nicht gut. Ach ja, und jetzt geht das Geprügel los und dadurch sieht man Leichensäcke und dadurch haben die wieder was zum Gucken und dadurch geht mehr Geprügel los. Das lief gerade so schön flüssig. Was war das gerade für ein Ratsch-Ratsch-Geräusch? Hört das sich irgendwie nach einem Gier an? Ejo. Was zur... Ejo, der schießt auf den Sensor. Ist das jetzt was Neues durch den Patch? Ich hätte schwören können, die haben früher eine Bomben gelegt. Der zielt jetzt schießt jetzt gezielt auf unsere Fallen. Ja, ne, komm, Kane. Kane, bring den da um. Und wir machen mal Game Alarm. So, Nummer 1. Eigentlich müssten wir jetzt allen hier drin einen Töten-Tag geben. Mein Technos erledigt sich gleich mal alleine. Und jetzt lassen wir die auch alle im gelben Alarm. Und dadurch müssten sich jetzt hier alle bewaffnen. Also auch die Leute, genau, die hier unten an den Pulten arbeiten. Dann müssen wir nur schauen, ob sie dann auch weiterhin einigermaßen effektiv bleiben. Hey, Kane. Du bist nur ohnmächtig, hm? Benötigt Hilfe. Hilft ihm mal jemand? Und warum schlendert ihr alle? Das ist... roter Alarm. Ich glaube, Kane stirbt gleich. Also das erste Mal jedenfalls. Komm schon, chop chop, schnappt eure Waffen. Schnapp eure Waffen. Hier brauchen mehr Schränke. Und wir müssten jetzt eigentlich alle, die eine Waffe haben, jeden Agenten, der in der Basis ist, angreifen. Weil halt roter Alarm ist. Bei Gelb werden nur die angegriffen, die einen Töten-Tag haben. Oh, ich höre schon wieder so einen Ritsch-Ratsch. Machst du was? Nee. Wo sind die ganzen Wachen? Die laufen wieder zurück. Also Steuerung, du kriegst jetzt einen Töten-Tag. Und alle deine Freunde auch. So, du kriegst auch einen Töten-Tag. So, der wird jetzt verprügelt, sehr gut. Den da greift irgendwie keiner an. Achso, das ist Kane. Okay. Kane wird jetzt in der Kaserne abgeladen. Und da regeneriert er sich auf dem Fußboden. Ja, sehr schön. Oh, nicht gut. Hast du wenigstens volle Lebenspunkte? Ja. Auch nicht schlecht. Oh. Noch ein Feuer. Aber ja, Kane war nur ohnmächtig. Ich klicke mal kurz auf ihn rauf. Kein Leben verloren. Oh. Stimmt, Fähigkeit verteilen. Jetzt will er erstmal ausgebildet werden. Okay, also er hat gerade eine Fähigkeit gelernt und dadurch irgendwelche komischen Posen vorgemacht. Und die nächste Explosion. Ja, also unser Eingangsbereich ist schon mal gesäubert. Die ganzen Fallen waren ja eh ein bisschen konfus und jetzt sind die weg. Mann, Mann, Mann. Das Hotel wird immer noch gebaut. Okay. Roter Alarm ist auch noch an. Und ich würde echt gerne wissen, was unsere Wachen bei Alarmstufe Rot machen. Sie sitzen in der Kommandozentrale. Hier müssen Arbeiter in den Pulten sitzen oder Kammerdiener, aber nicht Wachen mit Maschinengewehren. Na gut, das haben wir davon, dass wir so viele Leute im Ausland haben. Oh, apropos Ausland. Ihr versteckt euch noch?
Ihr versteckt euch mal kurzfristig, da ist nämlich ein Feind. Und ihr bleibt einfach da. Oh, ziemlich hektisch, diese Folge. Also wir haben nichts Großartiges verloren, nur ein paar Fallen. Aber ich finde es halt sehr chaotisch, dass diese Spitzel auf unsere Fallen geschossen haben. Und dadurch dieses ganze Heckmeck ausgelöst haben. Na gut. Nächste Folge bauen wir weiter unsere Kämmerleins hier um. Reißen das Ding ab. Irgendwas anderes kommt dafür da rein. Und wir sorgen mal dafür, dass mehr von den Wachen wirklich bei uns in der Basis sind. Und wir sollten mal den Alarm wieder auflösen. Die beiden Jungs hier kann Kane auch umbringen, wenn er wieder fertig ist. Ja, ist schon auf dem Weg. Sehr gut. Abspeichern. Stopp. Zurück zum Spiel. Pause aufheben. Jetzt abspeichern mit guter Musik. Echt total komisch. Aber na gut. Speichern. Nach Folge 28 sind wir jetzt schon. Und wir sehen uns gleich wieder.